Hallo und willkommen zu Folge 5. Lasst mich mal kurz rekapitulieren, was ich letzte Folge geschafft habe. Ich habe beim Schlösseröffnen versagt, allerdings auch ohne Anleitung Strike. Ich habe beim Kampf gegen ihn hier im Bogen. Kam. Wo ist der denn hin? Ah, er stand hier noch. Versagt, Strike 2. Und ich habe gegen diesen Idioten hier auch noch im Schwertkampf verloren. Strikes 3. Also drei Misserfolge. Aber mein Gott, ich bin ja ein Nachwuchsknappe. Gerade erst befördert worden. Da erwarte ich ja nicht. Moment, muss mich hier noch einrichten. Habe mir einen Kaffee noch zur Stärkung geholt. Ich erwarte nicht, dass er ja gleich so ein Edelmann, auch wenn es ein Idiot ist, aus dem Lappen kicke. So, jetzt soll ich mich beim Vogt melden. Komme hier aber noch nicht mal rübergesprungen. Naja, muss an mir liegen. Genau, da geht's hier hin. Aber der wird es wahrscheinlich schon Feierabend machen, schätze ich mal. Und das Bogenschießen, das ist schon hinzukriegen. Bin ich ziemlich sicher. Ich kann es dir ja sagen, beim echten Bogenschießen im Sommer, ich hatte das kurz erwähnt, letzte Folge, habe ich gegen meine Tochter geschossen und wollte es halt wissen mit dem schweren Erwachsenenbogen. Und da muss man den so richtig ja wegdrücken. Und das geht echt hier oben auf den Trizeps, Bizeps, keine Ahnung, Trizeps, auf den Bogenmuskel, keine Ahnung. Wer es nicht gewöhnt ist, so, der Vogt. Wo mag der Vogt sein? Hier ist er irgendwo. Aber du bist nicht der Vogt. Bist du der Vogt? Nee, du bist ein Waffenschmied. Ich glaube, der Vogt war da oben. Ja. Das war so krude. Da war dann die Tür zu und so Scherze. Obwohl, ist ja der Vogt ist eigentlich. So, jetzt komme ich hier nicht durch, obwohl die Tür offen ist. Jetzt komme ich durch. Moment, Fackel in die Hand nehmen. Weil ja ein etwas übermütiger Kommentierer meint, Fackel, braucht man nicht. Guck mal, jetzt komme ich wieder nicht durch die Tür zurück. Jetzt komme ich. Muss nur aufpassen, dass ich nicht in. Das ist er. Das ist der Vogt. Gott sei mit dir. Das sind wahrscheinlich so. Weiß nicht, was es ist, Nebenquests, aber ich will ja. Ah, wer kann mir das Lesen Ich möchte beibringen? lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Mächtiger als das Schwert. Seht ihr, das ist schon mal so ein schönes Detail hier. Man muss erst mal lesen lernen. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Muss sie ja mal Wunderbar. umdrehen, Herr oder? Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Habe ich. Die blauen Flecken mögen es bezeugen. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Okay. Wir eigentlich hier was mitgehen lassen, oder? Ich habe doch einen Müller als Hehler. Ach, Wachdienst. So, wo ist die Rüstkammer nochmal? Guckt der? Gibt nichts zu klauen, schade. Ja, vielleicht da oben. Naja, das machen wir ein andermal. Es ist schon spät.
Jetzt versuche ich noch zur Rüstkammer zu finden, wo immer dies sein mag. Aber da zeigt bestimmt mein A drauf. Ja, also, die ist da an der Stadtmauer logischerweise. Das stand hier schon mal, gell? Das ist ein sehr anständiges Pferd. Bleibt da Tag und Nacht stehen. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Schuster, wer bist du? Grüne Wache. Das ist, glaube ich, die Rüstkammer. Ne, das ist eine Besenkammer. Hier ist die Rüstkammer. Ja. Und da darf ich jetzt einfach hin, oder? Er haut mich nicht. Ist das dein Ernst? Hä? Ich soll doch hier mein Zeug holen. Ach, das im Ernst, weil ich dem im Weg war. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobilla. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ja. Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Jetzt habe ich es automatisch bekommen, aber hier gibt es noch mehr. Ich muss doch Schlösser knacken lernen, glaube ich. Okay, gucken wir mal, das muss ich bestimmt noch anziehen. Genau. Leichte gepanzerte Rüstung. Das wird es wahrscheinlich zu schwer alles, ja. Und als Waffe den Knüppel. So. Habe ich nur zu viel Zeug dabei? Jetzt schaut, die Fackel ist in der Nützlichkeit auch schon runtergegangen. Hier. Es ist immer gut, ein paar Fackeln dabei zu haben. Ich würde auch vorsichtig mit dem Ding hantieren. So. Aber ich soll mich erst am Nachmittag melden. Jetzt ist erkennbar Nacht demnächst. Jetzt wartet mal, ich habe so ein doofes... Ich esse mal ein bisschen was, dann spare ich sicherlich Gewicht. Ich kann bestimmt draufklicken. Ja, also erstmal den Kohl. Der macht satt oder macht sehr satt und spart mir Gewicht. Alles wieder im grünen Bereich. Seht ihr? So macht man das. Oh, wenn das noch so ist wie in der Vorversion, habt ihr jetzt einen Lacher vor euch. Moment. Seid ihr bereit? Ist das nicht lustig? Diese Instant-Feder-Entfernung. Das sieht besonders lustig aus, wenn man mit Pfeilen auf die Viecher schießt. Ein bisschen wie ein Moorhuhn. So, wer bist du? Adam. Kenne ich dich? Glück und Gesundheit. Der hat mir nichts Neues zu sagen, sehe ich daran, dass er ausgegraut ist in seinen Antworten. So, jetzt kann ich aber auch einfach zur Mühle schnell reisen. Oh, es ist schon spät. So. Ja. Und das wird jetzt wirklich abgefahren, ungefähr so schnell, wie ich wohl wirklich wäre. Die Zeit geht voran und ich bin an der Mühle und da steht auch noch, mein Gott, sind die arbeitsam. Die Theresa. Wollen wir spazieren gehen? So was machst du so? Abendspaziergang. Ich meine, würdest du... Also, wollen wir spazieren gehen? Spazieren gehen? Das würde ich sehr gern. Aber jetzt nicht, Heinrich. Gib mir etwas Zeit, mich einzuleben, ja? Schade, aber wie du meinst. Es liegt nicht an dir, Heinrich.
Es passt einfach gerade nicht. Okay. So. Und was hast du mir zu sagen? Willst du mir mal wieder anbieten, dass ich... Nee, willst du nicht. Ja? Wo bekomme ich eine Schaufel? Kann ich was fragen? Das kann man hier... Wie ist der Hans Kapun? Fragen stellen? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut er genau. Was Ratai wird, wenn er herrscht. Der Hanusch macht das nur quasi an seiner Stelle, bis er volljährig ist. Das ist jetzt wahrscheinlich so 15 oder 16 in Wahrheit, der Hans. Kennst du Herrn Bernhard, den Hauptmann Ratais? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Was ist mit den Skalitzern? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten mal nicht. Kurz gucken, wie lange ich hier schon aufnehme. Und betteln. Und also man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Nicht mal wieder vergessen, die Uhr zu starten. Ihre Kehrseite. Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die zwei Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Weißt du irgendetwas über die Kumanen? Den heidnischen Abschaum, den Sigismund angeschleppt hat? Was fragst du? Hast ja mit eigenen Augen gesehen, wozu die fähig sind. In der Tat. Das wäre alles. So, dann geht's hier in mein Bett. Bestimmt nochmal was essen am Morgen, das ist bestimmt so ein... Nee. Ich dachte, dass da jetzt ein Timer drauf ist. Tja, welches war jetzt mein Bett? Nicht, dass ich aus Versehen zur Theresa mich rein... Ach, das ist ein Süßer. Okay, kann ich ja morgen noch essen. Gut. Jemand hat mir geraten, ich solle die... Oh, das sieht auch nicht so toll aus. Schaut mal hier, aber Gott. Mein Gott, man kann es übertreiben. Ich könnte ja jetzt die Stiefel ausziehen. Aber stimmt schon, wenn ich die auszöge... Dann würde ich mich jetzt nicht mit Stiefeln in den Stroh legen. So, dann machen wir mal bis 7, oder? Also sieht man hier schon, was passieren wird. Die Sattheit geht runter pro Stunde so um 2,5%. Energie und Gesundheit ist hoch. Also brauche ich nicht zu lange schlafen. Und ich vermute, dass jetzt da nichts berechnet wird. Denn wenn ich jetzt abbreche, dann fängt er an zu rödeln. Entschuldigung. Dann wird er dann anhand der Tagesabläufe berechnen, wie der Zustand der Welt ist. Also gerade wird er nur weitergeschaltet und jetzt wird es langsamer. Vermutlich, weil er jetzt diese Berechnung macht im Hintergrund. Wäre meine Vermutung. Alles gut. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Spiel gespeichert! Okay, ich habe schon gedacht, dass wahrscheinlich nicht die Theresa bei mir schlafen wird. Ah, jetzt wartet mal. Ich habe immer noch die Fackel in der Hand und die brennt noch. Ich habe die schnell wieder angezündet, weil es noch dunkel ist. So, bisschen Stalking. Wo guckst du denn hin? Gut. Auch wäre nicht so spannend. So. Also für einen Müller schläft er relativ lange. Da graut schon der Morgen. Soll ich jetzt mal die Quest da versuchen, die mir... Nee, komm, wir gehen jetzt. Wir schauen uns jetzt mal in Ratai um. Und dann Nachmittag. Ja, bis Nachmittag ist natürlich lange. Ach komm, wo war diese Quest? Der ehrbare Dieb. Besorge dir eine Schaufel. Ja, da steht hier irgendwo eine rum. Aber es ist auch direkt am Galgenhügel eine. Wie gesagt, ich hatte das ja schon ausprobiert.
Das war da hinten oben. Ja, das ist der Gerber. Yam yam und alles hier rein, genau. Da meine Schuhe wohl stinken. Die unendliche Fackel, die ich neben mir unterm Kissen stecken hatte. Das können wir uns mal wegstecken, oder? In the interest of realism. Schwert weg, Fackel weg. Hä? Jetzt. Schwert weg. Ist ja nur ein Prügel. Na, guck mal hier, Apfel. Und ich essen. Ah, egal. Oder noch ein Kohl, der verdirbt eh bald. Ja. Ja, es ist wirklich schwer. Das Spiel nicht zu mögen, wenn man hier so durch die Landschaft läuft. Aber laufe ich eigentlich in die richtige Richtung? Nein, ich muss genau nach hinten. Ich bin schon zu weit. Hä? Nee. Hier, da muss ich hin. Ich bin schon richtig. Nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Doch, ich bin, nee, alles gut, ich muss nur hier, da rüber. Das andere aber, diese andere Nebenquest, die Schwert, mächtiger als das Schwert. Genau. Auch das ist wirklich schön gemacht. Also man hat echt das Gefühl, durch eine reale Landschaft zu laufen. Also noch schöner würde ich sagen, als so die Piranha Bytes Landschaften und auch Höhen und so Dreidimensionalität und so hinbekommen. Das gefällt mir echt ausnehmend gut. Na gut, das sieht jetzt nicht so doll aus, aber... Ich mache einen ziemlichen Krach, wenn ihr hört. Ich habe ja mehrere Rüstungsteile an mittlerweile. Komm hier nicht mal hoch. Hallo, ich werde doch den Hang da hochkommen. Kleine Böschung hier. Nee, ich komme da nicht hoch. Wahnsinn. Oder hier, wie die aufgehende Sonne sich da durchbricht. Also ist es nicht schön, dass das Gras beleuchtet wird? Sehr fein. Ich komme immer noch nicht da hoch. Was ist denn das? Der Schutzwall, der Anti-Heinrich-Schutzwall. Jetzetle. Nee. Doch, jetzt. So, wo ist mein A? Ich mache echt zu viel Krach. Also erinnert mich mal dran, sollte ich jemals schleichen wollen, müsste ich erstmal ein bisschen meine Rüstung reduzieren. Okay, also ich tue nicht so, als wäre ich hier noch nie gewesen. Da ist der Henker. Hier ist die Schaufel. Jetzt bin ich leicht überlastet. Das ist denn so eine Schaufel wert? Wahrscheinlich nichts, oder? Ja, immerhin 10 Groschen, aber sie wiegt dafür 4. Und das habe ich schon in Morrowind oder noch früher gelernt in Oblivion. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, noch früher. Man muss immer so natürlich Gewicht zu Wert in Relation setzen. Dann gibt es bei der Elder Scrolls ja immer so ganz unscheinbare Sachen, die aber eigentlich ziemlich gut sind, so im Gold-Gewicht-Verhältnis. So, hier war ich auch schon, für euch vielleicht das erste Mal. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist der hin? Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Dafür reiße ich Peschek den Arsch auf. Das kann ich jetzt auch per Schnellreise machen. Moment. Wenn der Müller denn überhaupt schon wach ist.
Okay, habe ich fast befürchtet. Ist eh nicht meine. So. Ja, aber das dauert es länger, als ich gebraucht hätte, oder? Das war ja eine Dreiviertelstunde. Egal. Also ich hoffe, es gibt keine Puristen unter euch, die mich zwingen wollen, nicht schnell zu reisen, wenn es sich anbietet. Kann ich jetzt wieder essen? Nee, das war nur ein Einmal-Eintopf. Wird nur einmal im Leben gemacht. Da ist der Müller, hallo? Stopp! Was, wenn Sie irgendwie... Wenn sie irgendwo auf Tour sind, mögen sie nicht mit einem reden, aber das ist okay. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Da war kein Ring. War dort, aber kein Ring. Oh ja, ich spreche das immer, oder? Geht hier vor. Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. So zaghaft und vorsichtig wie... wenn du eine Jungfrau nagelst. Ich habe etwas Erfahrung. Gut. Wenigstens bist du nicht so tollpatschig, wie du aussiehst. Hier hast du einen Dietrich. Ja, aber jetzt schau her. Jetzt müsstest du mir doch spätestens jetzt beibringen, wie das geht. Und du hast mich nur versagen lassen. Naja, wenigstens hat er mir einen Dietrich gegeben. Einen tatsächlich? Nee, fünf. Okay. Leute, ich sag euch jetzt eines, ich werde da speichern vorher, weil ich habe keinen Bock, dass ich da dann... Ja, ist das okay? Also, wenn ich es nicht schaffe, lade ich dann vielleicht nicht endlos lang, aber so zwei, dreimal. So, jetzt kann ich nicht zurück schnell reisen. Richtig. Ja, macht ja auch Sinn. Da ist das Badehaus. Genau, und am Nachmittag gehe ich dann, auch schon wieder 20 Minuten, Nachmittag gehe ich dann zu diesem Wächter. Also ich habe noch einiges vor. Also zu der Nachtwache, Nachtigall. Da werde ich dann wahrscheinlich, ich denke mal, einen Patrouillengang mit dem machen. Dann muss ich ja da wahrscheinlich einen Streit schlichten, hat ja der Vogt angedeutet. Lange keine Agilität mehr gesteigert. In echt müsste man sich natürlich jetzt die Tannennadeln aus dem Gesicht zupfen. Versucht diesen Ball da zu vermeiden. Also ich bin wirklich kein Safe-Load-Optimierer, aber ich denke mir halt wirklich, wisst ihr, ach, alles schön und gut in Character und ehrlich spielen, aber ich mag euch echt nicht langweilen. Also meine, wenn ich so ein Let's Play mache, ist mein Begehr natürlich es zu spielen. Jetzt speichere ich nämlich mal. Aber also privat mache ich dann auch mal eine halbe Stunde rum und aber ich habe echt keinen Bock, euch zu langweilen. Darum gehe ich jetzt mal vorsichtig hier rein. Oh, Hunde. Da hat er irgendwas gesagt, von wegen Fleisch zu werfen. Oh, da ist er schon, der Müller. Hallo. Oh, der hat ein Schwert gar nicht gut. Nicht Müller, Henker. Henker, Hermann! So, jetzt gucken wir mal, ob wir ihn überzeugen können. Er ist doch schon aus dem Haus. Ah, Redekunst 3 habe ich mittlerweile. Herr Scheck, der Müller schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner. Wie viel ist es? Ein halber Sack.
Peschek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Seht ihr, jetzt habe ich hier nämlich, da brauche ich ja eine Dreiviertelstunde, wie wir wissen. Jetzt habe ich hier nämlich, genau, ich weiß auch, wo das ist, weil ich sage euch einfach, was passiert. Ach, jetzt muss ich hier schon das Schloss knacken, das ist natürlich doof. Na gut, probieren wir es mal. Also jetzt hier und jetzt D drücken. Ah, entriegelt, wer sagt's denn? Machen wir hier zu. Also ich verrate euch nicht die Details. Auf jeden Fall, wir hatten einen Faustkampf und dann hat er mich halb umgebracht. Und dann kam ich und habe ihn im Bett erstochen. Oder mehr oder weniger. Und dann ist er hier im Boden versunken. Und leider mit allem, was er im Inventar hätte, wo sicherlich ein Schlüssel für diese Truhe dabei gewesen wäre. So. Schloss knacken, das ist jetzt aber nur noch leicht, nicht sehr leicht, wie die Tür. Hä? Ja, was jetzt? Kann ich es jetzt knacken oder nicht? Oh, das ist... Probieren wir mal unser Glück. Na, das war doch gar kein schlechter Versuch. Noch ein Versuch, dann würde ich speichern tatsächlich. Oh, das ging jetzt schnell, okay. Was macht meine Dietrich-Situation? Ja, zweimal schon gebrochen. Was macht Oh, Schlösser knacken. Schaut mal, noch ein paar Versuche, dann wird es bestimmt einfach. Aber ich würde es jetzt gerne schaffen, darum. Das Schloss ist zu kompliziert. Heißt das, ich darf es gar nicht knacken? Oh, schaut mal, es ist der Punkt an einer anderen Stelle. Aber den kann ich mir gut merken hier. Also zwischen den beiden muss ich bleiben. Hä, aber gerade durfte ich es doch versuchen? Und ging doch auch ganz gut. Okay. Dann laden wir mal. Ich mache das nicht 100 Mal, aber so 2-3 Mal, ganz ehrlich. Das Programm hat mich schon sehr genervt. Nicht dieses Mal, aber letztes Mal. Wir können doch eigentlich hier, wenn, können wir ihn auch gleich ausrauben, oder? Den Idioten. Was hat er denn hier in seiner guten Stube? Ah, wieder ein Topf. Vielleicht hängt doch irgendwo der Schlüssel. Ich glaube eher, dass er ihn bei sich hat. Ich habe jetzt nur diese eine Chance. Interessant. Na gut, also. 3 Versuche habe ich. Zeiger? Was für ein Zeiger? Hier ist kein Zeiger. Komisch. Also diesmal liegt es schwieriger. Uiuiuiui. Es gibt mir gar keine Chance hier. Beim ersten Mal bin ich doch fast rumgekommen, oder? Komisch. Also, ein Versuch mache ich noch und ansonsten habe ich es halt nicht geschafft. Pech gehabt. Das Laden geht wenigstens recht schnell. Da kenne ich ganz andere Spiele. Da muss doch irgendwo... Oder kann man es kaputt machen? Das wartet mal. Wäre doch eigentlich logisch. Ja, so natürlich nicht. Truhenschlüssel ist aber nicht der, den ich brauche, oder? Ach so, das ist so ein Sammelding. Also ist es... Wahrscheinlich mache ich es mir nur kaputt damit, aber... Also... Hallo? Jetzt. Naja, aber ehrlich gesagt, mit so einem Schwert gegen so eine Truhe
wäre jetzt echt relativ aussichtslos. Ja, und dann mache ich mir das Pferd kaputt. Das finde ich auch okay so. Na gut. Tja, schade. Ich meine, der hätte mir doch da schon Level 1 beibringen müssen bei diesem ersten Versuch, oder? Jetzt muss ich doch hier einfach bleiben. Ja, vielleicht eher langsamer. Nee. Das ist schon recht schwer. Also komm, einen Versuch mache ich noch. Dauert ja nicht so lang. Also echt knifflig, das habe ich leicht in Erinnerung aus der Vorversion. Was habe ich denn für andere Möglichkeiten? Ich muss einfach später kommen, muss ich halt akzeptieren. Schade, dass ich diese Dietriche so verschwende. Also. Ja, gar nicht schlecht, das kriegen wir hin. Das soll ja auf Konsole noch schwerer sein. Ah, komm, so knapp, ein allerletzten Versuch. Ich schwöre, danach höre ich auf. Also mein Argument ist folgendes. Wenn das Spiel halbwegs sinnvoll wäre, hätte mir da doch was beigebracht, hätte mir Tipps gegeben, nochmal einen zweiten Set Dietrich. Ach, das wäre noch eine Idee. Ich hätte mir bei dem Dietrich kaufen können, bestimmt. Das ist noch eine Idee. Allerdings, bis ich dann wieder hier bin. Naja, gucken wir mal. Okay, hier ist die Stelle. Jetzt bleibst du einfach an dieser verdammten Stelle. Ah, das war jetzt knapp dran. Oh, so knapp. Ein allerletzter Versuch. Und danach höre ich dann wirklich auf. Weil ich kann mir ja wahrscheinlich einfach... Ich denke auch, dass ich jetzt mit den paar Fehlversuchen mich schon wieder gesteigert habe. Dann habe ich Level 1 und dann ist das sehr leicht wahrscheinlich beim nächsten Mal. Muss ich halt nur gucken, wie ich reinkomme. Aber es war jetzt so knapp. So knapp. Das schaffen wir. Okay, dann gebe ich jetzt auf. Ich habe es versucht. Und Schlösser knacken, würde ich mal vermuten. Da ist das Spiel schon ganz gut. Dass ich da... Ja, schaut her. Noch ein Versuch, dann bin ich bei 1 und dann würde ich es wahrscheinlich schaffen. Das einzig Dumme ist natürlich, dass bis ich dann wieder da bin, der blöde Henker auch zurück ist. Aber das probieren wir jetzt aus. Wie viel Uhr ist es? Bis Nachmittag habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann teleportieren wir uns jetzt zurück zur Mühle. Die ist hier. Es geht einfach für euch schneller und für mich. Auch wenn ich, glaube ich, da weit etwas langsamer bin, als wenn ich da quer durch den Wald speeden würde. Jetzt gucken wir mal, ob der uns nicht Dietriche verkauft. Beste Grüße. Kann ich was fragen? Das wäre alles. Kannst du mir etwas... Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nach... Die interessieren mich aber nicht. Ich will mit dir handeln. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Darf ich das durchklicken? In der Mühle ja. Danke. Das ist seltsam. Vielleicht brauche ich auch den Ring, bevor ich mit ihm handeln kann. Das ist natürlich echt blöd. Erzähl mir von Wolz. Der ist ein junger Hitzkopf. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer. Also da wartet eine Aufgabe auf mich. Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Tja, also bislang handelt er nicht mit mir. Vielleicht erst nach der Quest, wie gesagt. Das ist natürlich blöd. Auch wieder. Ich meine, der will, dass ich das klaue. Er hat, ich schwöre euch, der hat Dietriche, aber er verkauft sie mir nicht. Er gibt sie mir nicht. Er bringt sie mir auch nicht bei. Das ist echt nicht ganz zu Ende gedacht, Leute. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und da das nicht zu Ende gedacht ist, mache ich noch einen Versuch. Sorry. Ich hasse, wisst ihr, wenn Spiele... Ach, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich hasse das mehr als Bugs. Es macht einfach in der Spielwelt keinen Sinn. Okay. Oh, das ist aber
Dieses Eck muss ich mir jetzt merken. Okay. Aber da muss ich doch echt nur so rum. Das ist ganz am Eck. Komm, das schaffen wir überhaupt nicht. Also ich möchte behaupten, dass ich das sehr vorsichtig mache. Yes! Und jetzt habe ich auch die neue Stufe erreicht. Super! Seht ihr? Und da ist der Ring des toten Mannes. Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Tja. Immerhin habe ich die Aufgabe geschafft. Jetzt können wir mal gucken. Der hat ja echt nichts Interessantes. Ja, ich bin im privaten Bereich. Mag schon sein. Gut, dann. Ich gehe immer wieder auf die Dings statt zu Dings. Jetzt bin ich relativ sicher, sobald ich den habe, genau, kann ich dann mit ihm handeln. Und ja, ihr werdet sehen. Halt, nein, dann dauert es wieder ewig, bis ich mit dir reden darf. So, jetzt. Tada! Guten Tag. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sich ja immer wieder Sachen. Ah, seht ihr, jetzt wird's freigeschaltet. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also gestohlene Ware? Nein, danke. Ich bin kein Dieb. Nee, ich kann immer noch nicht mit ihm handeln. Erzähl mir ein wenig von... Da gibt's nicht viel. Kann ich was fragen? Das wäre alles. Interessant. Aber er hat doch gerade gesagt, ich dürfte eben heiße Ware verkaufen. Ich muss ich auch noch... Erzähl mir ein wenig von dir. Jetzt habe ich mich verklickt. Ich will es... Muss ich hier noch... Ja, warum nicht? Du bist Finn. So. Jetzt auch wieder. Beim Taschendiebstahl lernen sind wir hinter die Mühle teleportiert worden. Jetzt laufen wir hin. Warum? Warum einmal so und einmal so? Ich habe den Verdacht, ich habe die, mit dem Dietrich zu früh getriggert, bevor ich die Quest überhaupt hatte oder den Ring hatte und ihren Grund hatte, mir es beizubringen, dass es daran lag. Who knows? Aber ich bin ja froh, wenn es halbwegs vorangeht. Aber nochmal die Frage, warum vorhin Teleport direkt zur Kiste? Dieses Mal nicht. Willkommen, Heinrich. So. Wir sind schon wieder bei an die 40 Minuten. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Hast du etwas gefunden, was du... Klau mir meinen Dolch. Okay. Also, ich gehe jetzt hinter ihn. Himmel! Pass auf, wo du hingehst! So. Hab dich! Hä? Wäre das echt gewesen, ja, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Wieso schleichst du herum? Hab dich! Wäre das echt gewesen... Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Weil ich mit ihm trainiere, Theresa. Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss lange drücken und da irgendwie aufbauen, dieses Ding, aber nicht zu lange, dass mich nicht irgendjemand sieht. Genau, so. Und jetzt kann ich da... Ja. Was muss ich denn drücken? Hab dich. Ah, und dann muss ich wieder hoch. Aber seht ihr, das ist gut. Da kriege ich was beigebracht. Und da habe ich nicht 5 Dietriche, mach mal, versage, Pech gehabt.
Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Aber warum wird's denn jetzt nicht mehr? Gerade ging's doch auch. Okay, ich pirf mir nochmal neu an. Okay, jetzt. Ich mach nur bis 5. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Wahrscheinlich, wenn es grün wird, macht es überhaupt erst Sinn. Okay, und jetzt. Ah, das ist natürlich ein... Ah! Komm her und raus. Jawohl, seht ihr? So geht das. Das ist ein gutes Minispiel, das gefällt mir. Hab dich! Okay, so. Ich bleibe hier stehen und tu so. Ich hab dich doch gerade bestohlen. Hast du etwas gefunden? Klau mir meinen Dolch. Ich hab's doch schon geschafft. Hä? Ich hab dir doch den gerade gestohlen. Und jetzt hab ich wieder einen Dietrich. Ach so, weil der nicht kaputt gegangen ist. Ich hab's ja geschafft beim letzten Mal. Wow. Also, das ist ja komisch. Also gut. Hab dich. Wäre das echt gewesen. Okay, danach machen wir nicht. Beenden wir die Folge. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. So. Und das ist auch schaffbar. Ah, man muss ihn noch markieren. Das hatte ich nicht richtig gemacht. Jetzt habe ich es geschafft erst. Okay. So ist es gut. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, das draußen zu probieren. Über am besten einen Betrunkenen oder Schlafenden. Damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Ei, ei. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Okay. Warum verkaufst du mir nicht? Kannst du mich im Taschendiebstahl? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlage. Gut. Hü. Da ist es mir aber wichtiger. Auch das ist ein schönes Element aus Gothic übernommen. Da ist mir aber wichtiger, dass du mir Schlösserknacken beibringst. Das heißt, du kannst Schlösser. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen. Gut. Aber. Ist das nicht etwas viel? Tut mir leid, für den. Es heißt, du kannst. Selbstverständlich. Vielleicht verkauft er in der fertigen Version auch nur Diebesgut an. Wenn man keines hat, das war gar nicht. Das könnte natürlich sein. Das wird sogar in gewisser Weise Sinn machen. Gut, also ich kann ja nicht viel ihm bieten. Tut mir leid. Ja, okay, bringt gerade nichts. Gut, dann stehle ich was, damit ich mir leisten kann, von dir das beibringen zu lassen. Also du bist kein sehr kluger Geschäftsmann, lieber Müller, das muss ich dir jetzt mal sagen. So, aber mit dem Blick auf Theresa verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich fand sie jetzt eigentlich ganz angenehm. Ich habe Schlösser knacken Stufe 1 erzielt und darauf lässt sich aufbauen. Bye bye, bis morgen Samstag oder für euch anderen bis Montag. Ach, da ist die Kamera. Ich habe da so einen Monitor hängen, so einen kleinen, wo ich quasi sehe, dass alles stimmt und das Mikro ausschlägt und die Kamera ist da und ich gucke immer auf den Monitor. Bin halt ein Laie noch. Bye, bye.